trotz dieser Rollenbeschreibung, die am Anfang war, man dann doch sich getraut hat, davon abzugehen und zu sagen, okay, wen casten wir? Und dann eher die Rollen auf uns geschrieben haben, als uns auf die Rollen. Es war dann so, dass ich da reinkam und ich hatte erstmal so keine Vorstellung von, wie sieht überhaupt jetzt Storytelling aus, wenn man das verbindet mit so sozialen Medien und dann noch Echtzeit. Was ist, wenn wir jetzt irgendwas im Sommer jetzt so aufnehmen und bei der Veröffentlichung gibt es Regen? Was passiert dann? Man muss dazu auch sagen, dass die Geschichten, die wir erzählen, auch immer noch trotz dieser ganz vielen Nebenstränge doch immer noch im Vakuum existieren und so dann auch gelebt werden. So kann man das nicht von den Jugendlichen in der echten Welt erwarten, dass sie, weiß ich nicht, mit den gleichen Problemen genauso reflektiert und genauso angepasst eben umgehen können. Der Grund, warum auch viele ältere Leute, Millennials, auch Druck zum Beispiel schauen, weil wir diese Serien nicht hatten, als wir aufgewachsen sind. So. Also irgendwie ist es halt auch wie so ja, ein Healing-Prozess. Einmal, weil mir klar wurde, krass, ich habe einfach noch nie ein Couple gesehen, mit dem ich mich identifizieren konnte in einer deutschsprachigen Serie. Einerseits das, andererseits zu merken, okay, es bleibt aber auch bei dieser Sonderstellung. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie diese, sage ich mal, diverse Oberfläche bei Druck so jegliche Strukturen beeinflusst. So ist ja nicht. Herzlich willkommen im Kinosaal 5. Mein Name ist Aiden Riebensam. Ich moderiere heute durch den Abend. Zum Talk I'll Be Fine, Talk über Popkultur, Druck und Gen Z. Gut, ich habe so lange nicht mehr mit Live-Publikum moderiert, das ist auch für mich ein bisschen verwirrend manchmal. Mit mir heute auf dem Panel sitzen Jung Hong, Erin M. Gewörtchen und Naomi Bechert. Und wir sprechen heute zunächst über die Serie Druck. Und vielleicht stellt ihr euch einfach einmal der Reihe nach vor, welche Rolle bzw. welche Funktion ihr bei der Serie Druck habt. Hi, ich bin Jung Hong, auch gerne Jungi genannt. Und ich habe die Kyumi gespielt in Staffel 5 bis 8. Und genau, freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Hallo, ich bin Erin, ich spiele Ismail aka Easy von der Staffel 5 bis 8. Hi, ich bin Naomi, ich habe in Staffel 5 und 6 Social Media gemacht und in Staffel 7 und 8 Drehbuch geschrieben. Ja. Super. Naomi, ich fange mal bei dir an. Wir beide sind heute diejenigen, die nicht zur Gen Z gehören, also nicht zwischen, je nachdem, welche Quelle man fragt, 1996 bis 2010-ish geboren wurden, ja. Sondern lange davor. Ja. Was zeichnet Druck als Serie aus? Wie muss man, vielleicht mal kurz eine Frage ins Publikum, wer hier hat denn Druck geguckt? Doch einige, aber nicht alle. Dann erklär uns doch einmal kurz, was hat es mit diesem Format auf sich? Also, Druck ist eine Jugendserie, die in Echtzeit erzählt wird. Also es wird quasi eine ganze Welt aufgebaut und die Charaktere haben auch Instagram-Accounts, wo die Story weitererzählt wird. Und genau, Echtzeiterzählung bedeutet halt, dass wenn etwas um 10 Uhr morgens an einem Montag passiert, dann wird das auch da veröffentlicht und so entsteht halt so eine immersive Erfahrung, wenn man das verfolgt. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen das Besondere an Druck vor allem. Und es ist eben sehr authentisch, sehr nah an der Lebenswelt von Jugendlichen und zusammen mit Jugendlichen entwickelt. Könnt ihr das unterschreiben? Würdet ihr das auch so sagen? Ja. Unterschrieben. Ich finde ja, glaube ich, was mich so im Druck fasziniert, ist nicht nur dieser Aspekt der Liveness oder der Unmittelbarkeit, sondern auch
quasi das große Framework drumherum. Es gibt die Möglichkeit, dem Geschehen auf einem Discord-Channel noch zu folgen. Es gibt Screenshots der Figuren aus den Gruppenchats. Ich weiß das alles auch nur über meine jüngere Schwester, so ich verfolge das nicht selber. Genau, was du jetzt auch schon meintest, die Figuren werden mit euch zusammen entwickelt. Möchtet ihr vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr an eurer Rollenentwicklung teilgenommen habt, involviert wart? Also am Anfang der fünften Staffel hat man sozusagen eine neue Generation aufgebaut, die bestehend aus den Cash Queens und den Instas ist und jeweils Freunden, also zum Beispiel Josh und Yara. Und wir wurden mit einem ganz groben Gerüst gecastet und zwar gab es so eine Figurenbeschreibung ungefähr, in welche Richtung die gehen sollen, die aber letztendlich komplett abgewichen ist von dem, was wir eigentlich porträtiert haben. Und es gab sehr viele Interviews oder einfach, wir empfanden das mehr als Gespräche am Anfang, wo wir dann über unser Leben geredet haben und aus unserer eigenen Erfahrung Geschichten erzählt haben, die dann diesen Charakter gefüllt haben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch adden kann. Wir hatten erstmal diese Gespräche mit dem ersten Writers Room, mit dem wir gearbeitet hatten. Und bei mir war es auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied zwischen der Rollenbeschreibung und was dann daraus wurde. Aber ja, das bleibt erstmal auch so. Genau, also wir fanden sehr interessant, dass trotz dieser Rollenbeschreibung, die am Anfang war, man dann doch sich getraut hat, davon abzugehen und zu sagen, okay, wen casten wir? Und dann eher die Rollen auf uns geschrieben haben, als uns auf die Rollen, weil das war von vielen von uns die erste Dreherfahrung. Und vielen Leuten, die das geleitet haben, war es wichtig, dass wir so authentisch wie möglich blieben. Und zwar hat es sich eher so angefühlt, als würden wir einfach miteinander interagieren. Schon, es gibt feste Skripte und es ist schon ein fester Dreh. Aber es hat sich eher angefühlt, als würden wir einfach miteinander reden in den Rollen und die Kamera ist sozusagen mitgelaufen. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie es eben losging mit der fünften Staffel. Und ich weiß noch, wo wir euch so das erste Mal kennengelernt haben, dass eben einige von euch, die waren einfach die Rollenbeschreibung, die es schon vorher gab. Also wie zum Beispiel die Rolle Zoe oder auch bei Konstantin war es auch irgendwie dann schon ziemlich nah dran. Und genau, bei anderen, da glaube ich, da habt ihr dann noch voll viel Input gegeben, also so voll die Rolle noch mitgeformt. Also es war so voll interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, also wie manche Leute so wirklich krass dem Typ entsprechend, der Rolle entsprechend gecastet wurden und andere halt auch noch so den eigenen Input gegeben haben. Ja. Ja, das ist bestätigt vielleicht auch so ein bisschen Bild, was mir von Gen Z vermittelt wird oder auch nochmal in den Vorgesprächen mit euch. Ich so dachte, ihr seid irgendwie so richtig dran, Dinge anzugehen und dann auch vielleicht diese Rollen mitzugestalten, dass es so voll in dieses Klischee reinpasst, dass Gen Z irgendwie total aktiv bei allem dabei ist. Ihr seid ja auch quasi die erste Generation, die so seit der Kindheit im Internet unterwegs ist. Inwiefern hat das eine Rolle gespielt bei vielleicht einmal zur Annäherung an Druck, aber wir können auch gerne den Kreis größer ziehen und ihr könnt auch gerne eure eigenen Erfahrungen mit dem Aufwachsen im Internet teilen. Ich glaube, Druck zeichnet sich besonders einfach dadurch aus, dass es eine transmediale Geschichte ist und man auch im Skript irgendwie immer sehen kann, was gepostet wird und was nicht. Und das auch immer verbunden ist mit der Dramaturgie und mit der Storyline. Und das ist total interessant, auch das mitzuerleben. Also auch an den Drehtagen arbeiten wir dann auch gleichzeitig für den Content auf Instagram und Co. auf. Und das war irgendwie, glaube ich, ganz interessant, weil ich bin aufgewachsen mit Instagram, mit
Facebook. Ich habe erstmal so immer das Facebook von meiner Mom verwendet, um so Animal Farm oder so zu spielen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Oder so Farm World. Ich weiß nicht mehr. ja, also das war irgendwie so mein erster Bezug irgendwie mit den sozialen Medien. Und ich hatte auch irgendwie so mehrere Insta-Accounts, wo noch so eins noch so noch so öffentlich ist und ich so kein Passwort mehr dazu habe, ist ein bisschen peinlich. Bitte nicht versuchen zu finden. All die Stalker jetzt so. Nee, aber das war so mein erster Bezug mit Instagram und als ich dann so von der Serie gehört habe und reinkam und wir das gedreht haben, wusste ich erstmal nicht, was auf mich zukommt. Ich habe auch davor nicht Druck geschaut und sorry auf jeden Fall, by the way, falls ich irgendwie ein bisschen krank wirke. Ich bin so ein bisschen heiser. nee, aber das war dann so, dass ich da reinkam und ich hatte erstmal so keine Vorstellung von, wie sieht überhaupt jetzt Storytelling aus, wenn man das verbindet mit so sozialen Medien und dann noch Echtzeit. Was ist, wenn wir jetzt irgendwas im Sommer jetzt so aufnehmen und bei der Veröffentlichung gibt es Regen, was passiert dann? Das ist schon so diese ganzen Sachen, die ich mir irgendwie so gestellt hatte, aber ich habe erstmal nur irgendwie so, glaube ich, so beim Drehen herausgefunden, das macht eigentlich mega Spaß. So. Besonders dieser Social-Media-Aspekt war ja so ein Format, was es in Deutschland noch nicht gab. Und dementsprechend sah es dann auch am Anfang noch ein bisschen unklar aus, okay, was wird jetzt wirklich aufgenommen, was wird veröffentlicht. Und wir selbst haben ja für Social Media alles improvisiert. Also es gab so eine, die gehen in den Park und haben Spaß. Und dann haben wir aber natürlich den Text dazu improvisiert, was die da machen. Oder da sind einige sehr witzige Sachen entstanden. Aber da hat man gemerkt, okay, das ist was ganz Neues und man weiß noch nicht ganz genau, wie man damit umgehen soll. Und auch dieser Aspekt, dass dann viele Leute Kiumi und Easy eben als echte Menschen gesehen haben und wir dann auf der Straße auch angesprochen wurden mit Easy und Kiumi, was ja gar kein Problem ist. Ja, das war ein bisschen weird. Ja, aber dann wurde gefragt, wo meine Freundin Fatu ist und dann war ich ein bisschen, oh, ja, das war voll weird. aber ansonsten fand ich das sehr interessant und besonders dadurch, dass unsere Generation sehr viel im Internet spaziert und sich ausprobiert, ist gerade Druck dafür wichtig, dass man auf solchen Kanälen auch wichtige Sachen teilt. Ich glaube, ich habe das erste Mal sowas Ähnliches mit Internet-Aspekt bei iCarly gesehen. Das ist eben halt, es war eine Serie, dramaturgische Serie, aber man hatte auch Zugang zu einer Website, wo man dann auch mit den Charakteren schreiben konnte und so weiter. Und dass man das dann weitergeführt hat, eben mit Druck und von diesen Charakteren eben wirklich fast alles sehen konnte, also auch so private Chats miteinander. Genau, und dadurch versucht dann auch, bei Merlin zum Beispiel, das mit dem Klimawandel oder dass man solche Sachen, die in der Serie, in der POV, gerade von bestimmten Charakteren keinen Raum haben, dann eben Social Media dafür nutzen kann. Es ist auch vielleicht wichtig zu sagen, dass wir auch so gar keinen Zugriff auf diese Accounts haben. Das sind Social Media Manager in... ich zum Beispiel. Naomi zum Beispiel. Ich konnte alle DMs sehen. Ja, und... Erzähl doch mal. Was war die interessanteste DM? Viele Liebeszuschriften an Josh. Das war immer sehr süß. Ja, und ich glaube auch generell so viele Fragen... wie geht's dir gerade, Nora? Ist alles okay bei dir? Und so, also schon die Annahme, dass es halt echte Figuren sind. Oder eben auch die Frage, so, ist das eigentlich echt? So, oder ist das alles gespielt? Also da hat man halt auch gemerkt, das ist halt schon krass, ne, wenn man dann merkt, dass diese Welt halt wirklich als eine authentische erlebt wird und dadurch auch die Fans natürlich voll emotional mitgehen, wenn die Charaktere irgendwie durch eine Krise gehen zum Beispiel. Ich glaube, dass das halt eben auch, also durch die Echtzeiterzählung einmal, dass halt stückweise erzählt wird und man immer so ein bisschen warten muss, bis es weitergeht. Also es werden immer nur so 5-Minuten-Clips circa veröffentlicht und dann kommt wieder irgendwie 1, 2, 3 Tage nichts. Und dann kann man sich natürlich so richtig krass
da rein, also emotional da rein begeben, wie geht es jetzt weiter, wie geht es der Figur, also das erzeugt dann nochmal so eine stärkere Identifikation, glaube ich. Und ja, das war sehr interessant, aber natürlich auch sehr intensiv so zu sehen. Und eben auch Geschichten, die dann auch geteilt werden, persönlich. Also wir haben dann immer geschaut, dass man halt ja, natürlich auch angemessen damit umgeht, also wenn es da wirklich mal Hilferufe gibt etc., dass man da auch Antworten parat hat, auch vor allem in den YouTube-Kommentaren und so. Das Community-Management ist schon sehr wichtig, ist quasi auch ein großer Care-Aspekt dabei, auch für die Community, und das ist auch super schön, ja. Ja, um jetzt nochmal einen Bogen zur Anfangsfrage zu ziehen. Ich finde, gerade bei Druck ist so eine Sache von Media Literacy sehr wichtig. Und da haben wir einfach das Glück, dass die meisten Druckzuschauer und Fans einfach sehr tolerant sind und für solche Gespräche offen sind, dass wir überhaupt in den Diskurs kommen. Ich als Person, die wirklich mit dem Internet aufgewachsen ist und sehr frühen Zugang zu Internet hatte, hatte mich dann auch anfangs dann so auf Seiten wie, keine Ahnung, Movistar Planet oder sowas rumgetrieben. Und kam dann so in Foren, irgendwann in Tumblr, wer auch immer hier 2014 Tumblr miterlebt hat. Dunkle Zeiten. ja, und damals hatte ich diese Zugehörigkeit und Fandoms und so weiter alles selbst mitbekommen und selbst auch mitgelebt. Natürlich alles filterlos, ne? Alles Mögliche, also alles, was es im Internet so geben könnte, ohne Trigger Warnings, kam dann so auf mich zu. Und da fand ich, jetzt, wo ich aus der ganzen Sache schon raus bin, bei dem Druck-Fandom, dass man da schon einen ganz anderen Umgang mit den Medien hat und da auch gewisserweise achtsamer miteinander umgeht. Genau, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber umso glücklicher bin ich, dass es jetzt immer mehr kommt, dass man darauf achtet, was für Medien man konsumiert und was man auch, weiß ich nicht, so mit, also zulässt. Danke. Ist voll spannend, euch dabei zuzuhören. Eigentlich gerne so weiter. Mich hat jetzt noch interessiert, diese Beziehung zum Publikum, die ja auch die Serie aufbaut und die ja auch viel in Interaktion mit dem Publikum dann oder auf Interaktion mit dem Publikum sich verlässt. Wie hat sich das während der Corona-Pandemie nochmal verändert? Warst du da schon nicht mehr auf Social Media? Ich habe 2020 angefangen quasi für das Projekt zu arbeiten, deswegen kenne ich es gar nicht ohne, aber ich kann jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Also ich schätze schon, dass natürlich dann, man hat mehr Zeit zu Hause verbracht, man hat generell mehr Serien geguckt, vor allem eben auch Jugendliche, und dann sich wahrscheinlich noch mehr in diesen Welten wiedergefunden und eben ja sehr viel Zeit damit verbracht und auch emotional vielleicht da auch viel Halt gesucht. Also das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe keinen Vergleich jetzt zu vorher in dem Sinne. Ja, okay. Ja. Wie sehr findet ihr eine Differenz zwischen eurem Erleben eurer Generation oder vielleicht auch der Blick von außen, irgendwie wie diese Generation erzählt wird? Und also wo unterscheidet sich das von der Erzählung in Druck zur Realität? Boah, gute Frage. Dankeschön. Richtig deep. Naja, ich glaube, also Druck ist halt, wir sagen immer, larger than life. Also man versucht, eine positive Vision zu schaffen, ne, wie junge Menschen mit Problemen umgehen, miteinander umgehen, sich entwickeln, aus Fehlern lernen. Und ich denke, ja, so wie sich die Figuren halt verhalten, so verhalten sich natürlich dann nicht alle Jugendlichen am Ende oder so diese Werte oder ja Haltungen, ne, also so, es heißt jetzt nicht, dass alle Jugendlichen in dem Alter sich so verhalten würden in den gleichen Situationen, aber man möchte ja quasi positive Vorbilder schaffen. Ich glaube, das ist so
Ich glaube, ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, irgendwie Film und die Realität irgendwie in einen Vergleich zu setzen. Wenn ich mir besonders bei Druck... Ich will es ja nicht gleichsetzen, sondern ja, die Unterschiede markieren. Nee, voll. Ich glaube, nur so ganz oft bemerke ich, dass so die Serie oder generell so ganz viele Formate in so einem Realitätspostulat steckt, wo man irgendwie ganz viel beweisen muss und zeigen muss, wie es ja auch in echt ist. Und das war noch nie Film. Das war schon von Anfang an immer eine sehr kommerzialisierte Branche. Und ich finde es auch total schön, Geschichten zu hören, die nichts mit mir zu tun haben, die auch irgendwie fremd sind und wo ich irgendwie so mir anfange, irgendwas anzuschauen und versuche es zu verstehen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber zum Beispiel so für mich selber und Ismail, da sehe ich schon sehr große Unterschiede auch natürlich. Einfach so im Alltag oder von den Dingen, die irgendwie wichtig sind. Ich glaube, das sind ganz andere Probleme, mit denen sich irgendwie die Figuren auseinandersetzen, als die ich erlebe. Und klar versuche ich aber trotzdem als Schauspielerin jetzt trotzdem immer zu navigieren, was bringe ich von mir selber in die Figur rein, ans Set und versuche irgendwie so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen am Set, um irgendwie richtig zu arbeiten. Nett zu arbeiten. Ja, man muss dazu auch sagen, dass die Geschichten, die wir erzählen, doch immer noch, trotz dieser ganz vielen Nebenstränge, doch immer noch im Vakuum existieren und so dann auch gelebt werden. So kann man das nicht von den Jugendlichen in der echten Welt erwarten, dass sie, weiß ich nicht, mit den gleichen Problemen genauso reflektiert und genauso angepasst eben umgehen können. Da spielen ganz viele Aspekte mit hinzu und da fängt es schon bei der Familie an oder mit den Freunden, die man in seinem Kreis hat. Weil auch wenn man sich bemüht, die richtigen Leute um sich herum zu haben, man kann immer noch nicht verantworten, wie die andere Person reagiert. Und da wir in Druck eben die Möglichkeit haben, die Entscheidung von den Figuren zu lenken, ist es schon mal eine ganz andere Sache. Also ich glaube, Druck ist immer so eine Art Wunschwelt, wie es am besten laufen könnte. Aber ich würde nicht sagen, dass Druck wirklich die Realität widerspiegelt in dem Sinne. Ja, und die Probleme werden ja auch sehr kondensiert dann in so einen dramaturgischen Bogen, der natürlich auch nicht dem Verlauf des echten Lebens entspricht, wo Dinge vielleicht auch einfach viel mehr Zeit brauchen und auch nicht so eindeutig passieren und Entwicklungen irgendwie ja in einem ganz anderen Tempo stattfinden. Ja, es ist natürlich immer noch Fiktion auf eine Art, ja. In 10 Wochen. Ja, genau, 10 Wochen. Also eine Staffel, sind immer die streckt sich ja auf so knappe 3 Monate. Ja, auch die Liebesbeziehungen passieren immer sehr schnell. Obwohl ich sagen muss, auch in meiner, ich versuche hier Jugend zu sagen, ich bin erst 20, mein Gott. Damals. Aber damals in der Schule war einige Sachen haben einfach eine andere Geschwindigkeit. Also da verliebt sich vielleicht ein Theo in Lisa in 2 Tagen oder so. Und dann ist es eben so schnell, aber so man kann das eben nicht realistisch irgendwie widerspiegeln. Wir spielen ja auch jüngere Rollen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zu benennen. Auf jeden Fall, also so die Sachen, durch die irgendwie so Jugendliche in den Filmen und Serien gehen, die wir spielen, das sind Dinge, die alle, glaube ich, schon mal erlebt haben. Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob man gerade in dem Alter ist, wo man das dann auch dreht. Aber tatsächlich ist ja auch der Altersunterschied, also bei manchen Rollen ist er größer, bei manchen also ist er ja auch eigentlich kaum vorhanden zwischen Rolle und euch. Ne? Also so, ich glaube, so im Vergleich zu anderen Jugendserien sind ja bei Riverdale. Bitte? Riverdale. Euphoria. Ja, genau, wo immer so 30-Jährige, ja. 16-Jährige spielen. So. Oder, genau. Das zeichnet Druck halt auch aus, ne? Dass ihr dann doch sehr nah dran seid an dem. Ja, darauf wurde auch geachtet beim Casting, irgendwie, dass wir doch noch relativ jung sind und aussehen. Weil das, ich meine, das sagt ja auch was aus, ob wir jetzt irgendwie in Mitte 20 sind, perfekte Haut haben, irgendwie schon ausgewachsen sind und dann 16-Jährige spielen sollen. Durchtrainiert. Eben, genau. Adoniskörper. Wirklich. Ich mache High School Musical dafür strafbar.
Ja, also es vermittelt ja alleine schon dadurch ein Bild, was wir als Menschen so sind. Yeah. Ich finde es auch voll wichtig, weil, oh sorry, ich finde es auch total wichtig, weil ich glaube so, in den ersten Monaten, als die Serie neu rauskam, habe ich so total viele Edits gesehen und Videos von so vom Publikum, die dann irgendwie uns so total schöne Kommentare hinterlassen haben, aber auch so Komplimente wie so, oh, ideal skin oder so, perfect glow oder keine Ahnung was. Und ich wusste nicht, in der Zeit hatte ich Akne. Also ist auch voll okay. Aber ich das war auch erstmal so eine Sache, über die ich nachdenken musste, okay, welches Bild gebe ich ab? Und ich will nicht, dass Leute denken, dass ich irgendwie so ein Bild bin, was ich gar nicht bin. Ich habe auch mal Tage, an denen ich Pickel habe, Tage, an denen ich keine Pickel habe. Bei einer Serie muss man halt irgendwie immer schauen, dass man auf Kontinuität steht und dann nicht irgendwie in der einen Szene einen Pickel hat und dann in der anderen. Kommt aber auch im echten Leben manchmal genauso vor. Ja, voll, halt voll, voll. Und man muss auch bedenken, wir werden da, so, auch wenn alles so super authentisch aussieht und auch die Kamera so sehr dynamisch ist, Leute, wir sind 24/7 komplett perfekt ausgelichtet. Wir brauchen erstmal 10 Minuten überhaupt, dass das Licht richtig steht und dann anfangen können zu drehen. Also das kann man auch in echt einfach nicht so widerspiegeln. Also es ist wirklich nicht so, als würdest du die Kamera drauf halten und los geht's, sondern da muss ja wirklich noch die Maske kommen und nochmal abpudern und hier muss das Haar noch gelegt werden. Es ist, auch wenn es authentisch aussieht, es ist es nicht. Ich glaube, es ist voll wichtig, weil es halt wirklich einfach sehr toxisch sein kann, sehr schnell, wenn man, glaube ich, nicht transparent bleibt mit diesen Dingen. Ja, im Vorgespräch hatten Naomi und ich auch so ein bisschen darüber geredet, wie sich Druck auch von den Coming-of-Age-Stories unterscheidet, die wir so in unserer Jugend vorgesetzt bekommen haben. Also ganz zu schweigen von irgendwie altersgerechter Besetzung. Ich glaube, das so, genau, die Art, wie die Bilder konstruiert sind, sich doch bei Druck irgendwie nochmal sehr unterscheidet, finde ich. Klar, es wird diese Authentizität behauptet, aber ich glaube, wenn man sich so vielleicht so Early-Nuller-Jahre Highschool-Filme, mir fällt jetzt spontan keiner ein. OC California oder so. Das ist ja nicht nur, also das ist ja nicht nur das Auftreten, also das Bild in seiner Konstruktion irgendwie so fatal ist, sondern auch die Konstruktion der Figuren, die ja wirklich so, also total überzeichnet in ihrer Emotionalität, in ihren Überzeugungen irgendwie handeln. Und trotzdem verkauft werden soll, hey, so eine Geschichte kann es geben oder so. Ja, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum auch viele ältere Leute, Millennials, auch Druck zum Beispiel schauen, weil wir diese Serien nicht hatten, als wir aufgewachsen sind. So. Also irgendwie ist es halt auch wie so, ja, ein Healing-Prozess oder so, also so diese etwas authentischeren, es ist natürlich immer noch Film, wie ihr sagt, ne? Aber trotzdem auch die, es geht ja auch um die Geschichten, die Inhalte, die dann doch vielleicht näher dran sind an einer ja, in der Realität gelebten Jugend, als jetzt bei den Serien, die wir Millennials zum Beispiel hatten, also viel MTV, aber eben auch viel so OC California 90210 und so. Skins ist ja auch schon so ein bisschen realistischer, aber trotzdem, die haben die ganze Zeit Party gemacht. Ich war so, ich war noch auf keiner Party. Ich muss für die Schule lernen, ich kann nicht die ganze Zeit Party machen. Wirklich. So, und genau, ich finde, das ist halt auch so ein interessantes Phänomen bei Druck, das eben auch viele ältere ZuschauerInnen hat. Ja, und vielleicht kommen wir dann auch nochmal so zurück zu dieser Funktion irgendwie. Die Film hat ja auch so eine sehr emotionale Funktion übernimmt. Und also für mich kann ich auf jeden Fall sagen, irgendwie die Love Story von Fatou und Kyumi zu gucken und mitzuerleben, das hat für mich krass viele Leerstellen irgendwie wieder wettgemacht, die ich so an queerer Representation in meiner Jugend nicht hatte. Ja. Die älteren Queers werden alle ganz rührselig. Nee, wir haben hier Pauli im Publikum, die einer der Autorinnen waren für die 6. Staffel. Ja, was wäre deine Frage? Ich wollte nur sagen, dass ich es cool fand, das anzugucken.
Ich fand es auch ganz cool zu spielen. ja, gerade bei der sechsten Staffel war es mir irgendwie sehr wichtig, dass diese Geschichte richtig erzählt wird. Und da hatte ich einfach mega Glück. Sira ist eine hammergeile Partnerin, mit der ich da zusammengespielt habe. Und wir haben einander da super unterstützt und auch sehr viel Input gegeben. Und da hat man auf so kleine Sachen geachtet und wir nennen das irgendwie so ein bisschen den Queer Female Gaze. Irgendwie, dass man eben eher so auf kleine Dinge achtet, wie Hände oder kurze Blicke, sowas. Also klar, eben Leerstellen, die es halt in einem heteronormativen Filmstil einfach nicht gibt oder die untergehen. Und ja, da fand ich, dass das sehr, sehr liebevoll beachtet wurde. In den Büchern. Gute Drehbücher. Was gab eine Frage? Ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Ich war noch so lost einfach in... Wie wird das Couple abgekürzt? Q2. Danke, das war meine Frage. Also ich war auch für Far Q. Ja. Mir gefällt das. Ich war so richtig on top von dieser Liste. Ich war auch so in den Kommentaren und versucht, das zu manipulieren. Biggest stand. Biggest mit so Fake-Accounts in den YouTube-Kommentaren. Ja. Wie, du hast was gegen Q2 gesagt? Ich war wirklich number one stand bei dieser Staffel. Ja. Was auch immer, Erin stand dann auch am Set und so, was passiert da jetzt? Küssen die sich? Ah, ja, küssen sich. So 80% der Kommentare von der Fatou-Staffel waren auch meine. Ja, aber ich glaube, also mich hat es, glaube ich, schon irgendwie voll bewegt, insofern auch auf vielleicht so gar nicht so eine schöne Art und Weise. Also einmal, weil mir klar wurde, krass, ich habe einfach noch nie ein Couple gesehen, mit dem ich mich identifizieren konnte in einer deutschsprachigen Serie. Einerseits das, andererseits zu merken, okay, es bleibt aber auch bei dieser Sonderstellung. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie diese, sage ich mal, diverse Oberfläche bei Druck so jegliche Strukturen beeinflusst. So ist ja nicht. Und andererseits, also jetzt auch zum Beispiel bei der Staffel, in der du die Hauptrolle gespielt hast, gab es für mich auch so voll viele Momente, wo ich einfach so dachte, so, wo vielleicht auch der Titel des Talks heute nochmal irgendwie wichtig wird, dieses I'll be fine, wo ich so denke, ja, ich glaube nicht, dass damit alles getan ist, aber hätte ich diese Sachen vielleicht in einem jüngeren Alter geguckt, wären eine Menge Prozesse bei mir gar nicht so spät erst losgegangen. Aber will you be fine? Well. Let's unpack. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine der schwierigsten Fragen, die man irgendwie so, glaube ich, besonders in dieser Zeit gerade stellen kann. Ich finde sie voll berechtigt. Ich weiß nur, dass es gerade so viele Dinge gibt auf dieser Welt, auf die wir achten müssen. Und ich meine, jede Generation hat das Pech, dass man nicht in einer Welt so geboren wird, die für einen gemacht wurde, sondern für die ältere Generation. Und klar tragen wir irgendwie so auch so den Humus wie die nächste Generation, aber ich finde es total schwierig, irgendwie so einen Eindruck zu haben für so unsere Generation, falls es überhaupt sowas gibt. Weil ich meine, ich muss bei dieser Frage direkt an Klimawandel denken oder an Ukraine und Russland oder an wie viele andere Konflikte mit den Uiguren oder Palästina, Israel, jetzt haue ich erstmal alle politischen Konflikte raus und jetzt du wirst jetzt zum Internet, ne? Du stellst so die Bandbreite aller Konflikte auf und bringst sie in den Raum. Ja, voll, voll. Und jetzt blacklisted to the castings. Nee, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, als wir darüber gesprochen haben, schon überhaupt bevor dieser Talk hier stattfand, war das so ein bisschen, okay, ist das jetzt nicht ein bisschen zynisch? Weil uns geht's gerade, nein, we're not fine right now. Und das ist auch irgendwie okay. Und gerade
jetzt wo Erin gesagt hat, okay, es gibt so viel in der Welt, worauf wir achten müssen und so viel, was los ist, müssen wir irgendwie versuchen, so unsere eigene Welt zu navigieren, auf was lasse ich mich ein, was bewegt mich und wo setze ich meinen Fokus, weil eben wenn wir so darauf reagieren, dass wir alles aufnehmen, wie es halt im Internet ist und da keine Filter aufbauen, dann wird man ganz schnell ein bisschen depressiv. Und ich sage zu der Frage einfach so, ja, yeah, we'll be fine as long as we keep moving. Und ja, versuchen, was dran zu ändern. Ich glaube halt so, Optimismus ist gerade auch einfach total wichtig. Nicht als Einstellung, sondern vielleicht als Aktivismus gegen den Pessimismus, der uns irgendwie alle trägt gerade. Genau. Weil wir können pessimistisch bleiben. Auf keinen Fall. Ich finde, da drin steckt auch viel Kraft. Also ich muss kurz eine kleine Lanze für den Pessimismus brechen, glaube ich. Und auch vielleicht für so eine depressive Haltung. Ich glaube, es steckt auch ganz viel Kraft darin. Ich will euch das gar nicht absprechen, so, aber ich glaube, es steckt auch sehr viel Kraft und Potenzial darin, zu sagen, nee, es ist nicht gut. Und darin, ich lebe trotzdem. Also ich glaube, das ist für mich immer so. Aber ich glaube, ich bin da auch einfach so, ich will mich da nicht rausschämen, depressiv zu sein. Ich glaube, das ist es eher. Aber ich meine gar nicht, dass es irgendwie keine Berechtigung gibt, pessimistisch zu sein. Das ist, ich will jetzt auch keine Grundsatzdiskussion irgendwie so darüber starten, ob das überhaupt okay ist oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, in schwierigen Zeiten Hoffnung zu haben. Und auch wenn man sie nicht hat, zu versuchen, sie anzukämpfen. Und besonders, wenn man irgendwie so in einer Position steht, wo so viele einem zuhören und das manchmal einfach auch zu viel sein kann. Ich kenne das von mir, so manchmal weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehe, dass so eine Audience oder so ein Publikum mir auf Instagram folgt oder interessiert es an mich. Ich finde es total komisch, irgendwie so das zu sehen und damit umzugehen. Und ich will das ja irgendwie auch nicht fälschlicherweise dann irgendwie so verwenden und dann alles, was ich denke, dann auch denen einfach geben, weil dann wäre es total depressiv. Dann wäre mein Account nur schwarz. Okay, das war jetzt auch ziemlich deep gerade, aber nee, aber es ist schon ein Ding, wo ich auch weiß, ich möchte auf jeden Fall positive Energie irgendwie auch ausstrahlen und das nicht auf eine pathetische Art und Weise, dass ich jetzt sage, oh, have a good life. Nicht so hedonistisch, so, oh, we're gonna die anyway, sondern einfach so wirklich irgendwo versuchen, seine Positivität irgendwo rauszuziehen und dadurch Kraft zu schöpfen, weil, ganz ehrlich, wir können jetzt auch jeden Tag so sagen, okay, das Leben ist scheiße, da ist schon wieder irgendwas mit dem Klimawandel, da ist schon wieder Krieg, kacke, alles ist kacke, aber dann verlieren wir uns diesen hässlichen Nihilismus, wo einfach nichts mehr Sinn macht, aber daraus kann man auch irgendwie was schöpfen. Also daraus sagen, okay, nichts macht Sinn, scheiße, dann mache ich jetzt das Beste daraus. Aber ich frage mich auch so, ob das so nur unsere Generation ist oder ob das nicht auch so in den 68ern das oder weiß ich keine auch nicht. Ahnung was. Ja. Also so das brauchst du mir nicht fragen. So in den, so, ich meine so, okay, nicht eure Generation, I'm sorry. Aber ich meine so Atomkriege waren euch nicht auch fremd. Oder keine Ahnung. 9-11? Ich höre jetzt einfach auf. Ich höre jetzt einfach auf, hier zu reden. So alt. Nee, aber das war natürlich. Ich meine, ihr seid ja auch. Ihr habt ja auch Dinge erlebt, so in euren jüngeren Jahren. Wir nehmen einfach mal 9-11. Nein. Naja, ich glaube. Weltwirtschaftskrise? Ich glaube, ich kann nicht mehr retten. Ich kann, also was ich irgendwie sagen kann, ist so auch, was ich merke, je älter ich werde, desto relativer wird irgendwie Zeit. Und Erin, das ist voll okay. Ich habe mich darauf vorbereitet, heute hier rauszugehen und mich ultra alt zu fühlen. Das ist voll in Ordnung. Entschuldigung. Nein. ich glaube, also das ist schon so, aber das ist gerade auch, glaube ich, gerade in so einer Lebensphase, die so krass auf Entschleunigung irgendwie auszielt. Und dass ich so, ich glaube, ich verbringe relativ wenig Zeit im Internet. Ich habe mir am Tag nach der Abgabe meiner Masterarbeit TikTok runtergeladen, aber ich habe so einen 15-Minuten-Timer eingestellt dafür. Und ich glaube, das sind so meine Strategien irgendwie, um so im Jetzt anzukommen. Ich glaube, das hat mir ganz lange sehr gefehlt und das hat irgendwie für mich auch dann so Corona-Pandemie nochmal so klar gemacht, oh, das brauche ich aber. Also ich muss im Jetzt ankommen, um irgendwie eine Zukunft sehen zu können.
Und ja, also ich glaube, ja, Plädoyer für Entschleunigung, für langsam als einzig mögliches Tempo. und ich glaube, das ist halt auch, naja, das, was dann vielleicht, wenn du jetzt so, wenn du willst, wenn ich von den 68ern erzähle, dass vielleicht auch so, ja, vielleicht so eine revolutionäre Ungeduld, dass da auch ganz viel Potenzial zum Scheitern drin liegen kann. Also ich musste gerade denken, jetzt nochmal zurück zu dem, ja, ob wir Hoffnung haben, ob wir fein sein werden. Also was mir tatsächlich Hoffnung gibt und mich inspiriert, seid zum Beispiel ihr. Also sind zum Beispiel die jungen Leute, mit denen ich so zusammengearbeitet habe die letzten Jahre, weil, also so, ich muss sagen, so in der Millennial-Generation auf jeden Fall auch. Ich glaube, wir haben auch so den Weg dafür geebnet, zumindest teilweise, so dass Themen, die jetzt einfach bei Gen Z auch so voll präsent sind, Antirassismus, Gender-Sensibilität und sowas, einfach ja auch Mainstream gewissermaßen gehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich merke, dass es eben für euch so eine Selbstverständlichkeit hat und das gibt mir Hoffnung, weil ich das, also ich auch an Allianzen glaube und ich eben glaube, dass wir eben so zusammen die älteren Generationen, die aber eben die gleichen Werte haben wie die Jungen, die jetzt kommen, schon, ja, was schaffen können, I guess. Ja. So, ihr seid aber ganz, es bleibt toll. Uns nichts anderes. Es bleibt uns nichts, ja, anderes übrig, genau. Also als ein gewisser Optimismus, aber eben um gleichzeitig einen Realismus und, ja, anzuerkennen, wie schwierig, ja, das alles ist. Aber war das nicht auch die Generation über euch, eure Eltern? Ja, ich wollte genau das gerade ergänzen haben. Und durch so ein bisschen so Humbleness unserer Generation gegenüber. Das ist schon natürlich einfach jahrhundertelange widerständige Kämpfe sind, die jetzt, glaube ich, auch durch das Internet nochmal so eine Potenzialisierung erfahren, die dann irgendwie ganz woanders ankommen können und von denen, glaube ich, gerade einfach eine Menge, ohne das jetzt so auf euren Schultern abzulassen, weil so unterschiedlich alt sind wir auch nicht, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Ansprüche hatten auch Generationen vor uns schon alle. Ich glaube, was bei uns jetzt uns vielleicht nicht abkapseln würde, aber uns, warum eben du jetzt Hoffnung schürst, ist, weil wir eben diesen Katastrophenfetisch irgendwie eindoktriniert bekommen haben und uns ständig gesagt wird, morgen geht die Welt unter. Dann sagen wir, okay, scheiße, morgen geht die Welt unter, dann machen wir irgendwie das Beste draus. Und versuchen uns da so zu solidarisieren. Verdammt, scheiße. Darf ich sagen? Scheiße? Ist okay, ich werde es erlauben. Okay. Hier wurde schon Schlimmeres gesagt. Shit. Erin hat gesagt, ich habe 68 miterlebt. Ich habe nicht gesagt, dass er 68 miterlebt hat. Das war nur ein Vergleich. Impliziert. Ja, also und gerade durch das Internet ist da ordentlich Schießpulver. Weshalb ich denke, dass wir wenigstens versuchen, was zu verändern. Ich glaube, es ist auch nicht so eine, manchmal denke ich, dass so unsere Generation so zu viel von sich selber denkt. Ja. Und dann lese ich so über so mega interessante Geschichte, zum Beispiel Wild Boys, googelt es, 1920er. Und ich fühle es nicht aus. Aber so viele krasse Dinge sind passiert. So vor noch 100 Jahren. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, manchmal irgendwie so zu denken, wer hat die Grundpfeiler für den Aktivismus heute irgendwie gesetzt? Ja. Punkt. Ja, ich meine, andererseits, ich stimme Naomi natürlich trotzdem voll zu, so, es macht schon voll viel aus, irgendwie zu sehen, okay, wie jetzt jüngere Menschen, oder weil ich glaube, dass dieses Selbstverständnis von so, alle ziehen ihr Ding durch, sage ich mal. Das gab's. Das ist neu. Wie meinst du das nochmal genau? also ich glaube so, ich bin, ich glaube, was so Anpassungszwang vielleicht angeht, das ist bestimmt auch, also das, ich glaube sowas, ästhetischer Anpassungszwang einerseits, andererseits aber auch sozialer Anpassungszwang. Vielleicht ist das auch eine Milieufrage, das klären wir heute nicht, wir reden über den Generationenbegriff, aber genau, ich glaube, das ist was ich so in meiner Beobachtung von außen
bisschen miterlebe. Ja, und vielleicht auch, dass es halt irgendwie quasi normaler geworden ist, für bestimmte Werte einzustehen und es nicht mehr quasi in so eine politisch-aktivistische Ecke, in so einer Ecke verortet ist oder so. Also ich meine, ich glaube halt auch durch Social Media halt einfach, weil dadurch sich einfach Diskurse so easy verbreiten können, wie es halt vorher nicht so einfach war oder was meinst du? Ich glaube, die werden schon ein bisschen verkürzt durch Social Media. Ja, verkürzt auf jeden Fall. Oberflächlicher, leichter konsumierbar. Aber ja, und dadurch natürlich, das ist natürlich dann auch einfacher, Mainstream zu gehen, aber zumindest sind sie irgendwie da und es gibt ja dann wiederum auch die Möglichkeit, sie zu vertiefen, wenn man überhaupt von ihnen Wind bekommt. Ja, so. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, genau, das eine ist die Frage nach vielleicht widerständigem Wissen, das andere ist eine Frage nach politischer Praxis und ich glaube, die lässt sich im Internet tatsächlich gar nicht so gut beantworten. Aber ich wollte eigentlich, hatte ich so geplant, dass wir jetzt so am Ende des Talks über so gute Sachen sprechen. Ich hatte irgendwie in der Vorbereitung euch alle gefragt, was gibt euch Kraft, womit stärkt ihr euch, wie kommt ihr runter, wie entlastet ihr euch, wenn mal alles zu viel ist, könnt ihr mal so ein paar Sachen sammeln. Also mein bester Tipp, der bis jetzt geklappt hat, war einfach offline gehen und mal rausgehen, echte Menschen sehen, echte Menschen kennenlernen und mit denen interagieren, weil das, was im Internet gezeigt wird, kuratiert wird und weiß ich nicht, auf deiner For You-Page ist, das ist nicht die Realität, es ist nicht das, was unsere Gemeinschaft ausmacht, sondern ja, also ich kann mich selbst dann auch sehr schnell, wenn ich halt eben keinen 15-Minuten-Timer auf TikTok habe, da komplett in so einen Sog aus Negativität, Selbsthass und also schlechten Gedanken wiederfinden und dann schalte ich einfach mal ab, gehe nach draußen, rede mit Menschen, trinke einen Kaffee, treffe mich mit meinen Freunden und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Es ist irgendwo auf einer Seite so eine Avoidance-Strategy, weil dann habe ich nicht mehr mit diesen Themen mich auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite ist es auch, okay, wie schaffe ich für mich einen Raum, dass ich diese Sachen auch in einem gesunden Mindset aufnehmen kann. Voll. Ich unterschreibe das. Ich glaube, ich bin eher so der Mensch, der dann lieber zu Hause bleibt und nichts tut und auch Handy aus. Ich glaube, erstmal so einfach keine Medien verwenden und einfach runterkommen. Ich nehme mir dann einfach ein Buch und chill dann einfach damit. Was liest du gerade? Musste ich fragen. Gerade habe ich von Noah Yuval Harari 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert durchgelesen. Und jetzt fange ich an mit Charlotte Roche, Feuchtgebiete. Darüber habe ich in der 8. Klasse mal einen Aufsatz geschrieben. Also ja, so ein Millennial-Buch eigentlich. Oder Story. Ich bin voll excited. Ich bin auf Seite 1. Also ja, runterkommen. Also mir hilft, es kommt drauf an, aber ich finde auch in die Natur gehen, beziehungsweise an ruhige Orte, die irgendwie accessible sind, also vielleicht auch so die nähere Umgebung erkunden und irgendwie achtsam zu schauen, okay, was sind Orte, die ich halt schön finde, die ich mag, wo ich halt auch einfach so schnell mal hingehen kann, ohne großen Aufwand und wirklich, ja, so kleine Sachen wahrnehmen, wie einen schönen Sonnenuntergang. So, es hört sich so kitschig an, aber ich finde sowas, das bringt mich schon runter, wenn ich sowas einfach mal bewusst erlebe, so im Alltag, ja. Oder ein Falafel-Halloumi. So, bei mir um die Ecke gibt es immer so ein Falafel-Halloumi, wo ich immer so weiß, okay, ich kann dorthin gehen, wenn ich so keinen Bock habe, irgendwas zu tun oder wenn ich so zu viel gerade um den Kopf habe. Punkstraße. Wir werden dafür nicht bezahlt. Kein Sponsoring. Support your locals, I mean, please. Ja, support your local Falafel Halloumi. Ja, okay, wir öffnen für die Publikumsfragen. Welcher? Welcher? Oh,
ich muss die, keine Ahnung, okay, warte, das ist neben diesem Matratzenladen an der Punkstraße, ich weiß nicht welche. Akku! Ist gut, oder? Mit extra viel Knoblauch und Hummus. Sorry. Geil. Ja, wollt ihr noch Fragen aus dem Publikum zulassen? Ja. Habt ihr da Bock drauf? Ja. Habt ihr da Bock drauf? Okay, doch nicht, ich nehme es zurück. Ich sehe halt auch nicht so viel. Ich glaube. Danke. Hey, was geht? Ich bin Pascha. Was geht? Ja, ich wollte euch beide fragen, was es für euch irgendwie bedeutet hat, so als so People of Color Hauptcharaktere in so einer international gefeierten Serie zu spielen. Ja, Baba. Ich weiß nicht, ich will. Es ist natürlich was Besonderes und gleichzeitig versuche ich das so wenig wie möglich zu was Besonderem zu machen, weil ich denke, es ist selbstverständlich, welche Figuren ich spiele. Sehe ich genauso. Also schade, dass es als so was Besonderes gesehen wird, aber auf der anderen Seite, finde ich, wurde uns da so eine gewisse Verantwortung auferlegt, unsere, ja, also Erfahrungen so zu zeigen. Ja. Und besonders bei Kyumi war es mir wichtig, dass ich jetzt nicht meine Geschichte erzähle, sondern irgendwie versuche, das so allgemein wie möglich zu halten. Und dass ich eben viele Deutsch-Asiaten, Deutsch-Vietnamesen, die eben auch queer sind, sich damit identifizieren können. Und genau, ich glaube, das ist ganz gut uns gelungen. Einmal gab es mal, bei diesem Moment hatte ich gemerkt, okay, it's a big deal, als ich so einfach spazieren war, so bei einer Brücke bei mir um die Ecke und so ein junges Mädchen, ich rate mal jetzt so 16 oder, nee, vielleicht 15 oder sowas, sie kam zu mir und hat dann gesagt, so wie cool sie die Serie fand und ich war so total happy und dann hat sie von ihrem kleinen Bruder gesprochen und dass sie meinte, dass ihr kleiner Bruder, der war so 9 oder 10, meinte sie, ich habe das jetzt nicht mehr so krass im Kopf, wie alt ist man so in der 5. und 6. Die meinte auf jeden Fall, er ist in der 5. glaube ich. Und 12? Ist man 12? Ja. Ist man 12 in der 5.? Ich glaube, 10 passt. Also gleich kommt die Diskussion an, nee, aber dann hat sie halt die Serie geschaut mit ihrem kleinen Bruder und ihr Bruder hat dann durch die Serie erkannt, dass er auf Jungs steht und hat sich dann bei seinen Eltern geöffnet dazu. Und ja, das sind manchmal so die Dinge, an die ich denke, wenn ich so diese Rollenspiele oder. Ich denke mir dann auch an so schwierigen Tagen, wo, weiß ich nicht, der Text nicht klappt oder was auch immer, irgendwie alles schief geht, dann denkt man so, okay, wofür mache ich das jetzt eigentlich alles und alles ist scheiße gerade. Aber dann hatte ich auch einmal, da war ich auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn und ich sah nicht erkennbar aus, also ich hatte Kapuze, Maske, Sonnenbrille, also eigentlich, wenn du jetzt nicht richtig hingeguckt hättest, hättest du mich auch als, weiß ich, 14-jährigen kleinen Gangster-Jungen verwechseln können. Mut. Aber dann kam eine Mutter auf mich zu und hat gefragt, ob ich dann die Kyumi spiele in der Serie Druck. Und dann war ich so erstmal total verklatscht und verschlafen. So, ja, also ja. Und dann hat sie mir offenbart, ja, ich gucke das mit meiner Tochter und ich wollte mich mal ganz lieb bedanken, weil dadurch habe ich meine Tochter besser verstanden und weiß auch, wie ich jetzt besser mit ihr umgehen kann und ihr auch sagen kann, dass es okay ist, queer zu sein, in eine Frau verliebt zu sein und so weiter. Und das war so ein schöner Moment, da ist dann in, wirklich, es hätte aus dem Film sein können, da in dem gleichen Moment ist die Sonne aufgegangen. Ich war so,
Ich habe auch dann angefangen zu heulen. Ich komme total verheult am Set an. Wir so, was ist denn los? Genau, also immer wenn man sich fragt, so, warum macht man das eigentlich, kommen dann solche Momente und kicken einen zurück in die richtige Lane. Also ja, es ist voll cool, die Frage zu beantworten. Hallo, ich bin Johanna. Ich wollte fragen, ob ihr die Möglichkeit hattet, das Skript der Staffeln mitzuerarbeiten oder zu beeinflussen oder ob ihr euch das vielleicht mehr gewünscht hättet. Also wurden die Geschichten, eure Charaktere mit euch gemeinsam erarbeitet oder hättet ihr euch da mehr in Bezugnahme gewünscht an manchen Stellen? Nee, sagt ruhig. Komm doch. Nee. Leg los. Sag. Warum zitterst du? Weil ich weiß. Aber ich bin ja nicht die einzige Person, die Verantwortung hat. Deswegen, I'm not... So, jeder, der im Film was zu tun hat, hört jetzt nicht hin. Nein. Besonders am Anfang war es dann sehr wichtig, uns zuzuhören, weil wir alle zusammen diese Geschichte aufgebaut haben, die Charaktere gefüllt haben und da bei jeder Leseprobe, immer wenn wir irgendwas hatten, wo das geändert oder so, besonders was so Jugendsprache angeht, glaube ich. bitte sag ein Beispiel. Da waren so Wörter, die ich einfach noch nie gehört habe, manchmal auch einfach. I need to know more! Konstantin, das ist auch voll fett, Digga. Ich meine, ja, mich fallen keine Ahnung. Ja, aber in den Aspekten, genau, hatten wir sehr viel Gestaltungsfreiraum und aber auch so... YOLO, oh, sorry. Oh ja! Niemand sagt YOLO. Aha. Nicht mehr. Ich glaube, es ist so ein 68er-Ding. No front. Ich habe es nicht geschrieben. Ansonsten, ja. Also, ja, genau. Wir durften auch halt, wie es halt beim Schauspiel ist, so Sachen, die wir nicht aussprechen konnten, einfach umformulieren. Was jetzt den Handlungsstrang angeht oder wie die Figuren sich entwickeln, das war dann den Autoren überlassen. Also da, ich glaube, also wenn es halt so super komisch wäre, so out of character, dann hätten wir auch was, also haben wir auch was gesagt. Aber ja, das ist dann auch eine Aufgabe, die wir dann abgeben mussten, weil letztendlich sind wir nicht verantwortlich für den Stoff, der da geschrieben wird. Genau. Ich muss auch, glaube ich, sagen, dass ich noch nie eine Schauspielerin irgendwie getroffen habe, die komplett zufrieden war mit allem. Also ich glaube, es ist immer auch so der Branche geschuldet und den Leuten geschuldet, die irgendwie an einem Projekt dabei sind, dass man immer irgendwas hat, das man noch ändern könnte, möchte, etc. Und ich finde das auch gut. Ich glaube, das treibt ja auch einen an. Ja, ich glaube auch, genau. Also es ist halt so eine Serie zu kreieren und zu schreiben, ist halt so ein krass kollaborativer Prozess, ne, wo wirklich viele Leute viel zu sagen haben und ja, wo dann auch manchmal Entscheidungen so hierarchisch getroffen werden. Also es sind auch noch nicht mal die AutorInnen, die da irgendwie das letzte Wort haben, sondern es gibt ja auch noch einen Sender und eine Produktion und genau, man versucht dann so auszuloten, okay, was sind jetzt Punkte, die man irgendwie, ja, also berechtigte Kritik, was ist Geschmack und genau, am Ende wollen alle natürlich was dazu sagen und man muss da Kompromisse finden, ja, aber ich, ja, also idealerweise würde man natürlich so eine Serie auch komplett irgendwie mit Jugendlichen von Anfang bis Ende schreiben, aber ich glaube, das würde halt, also so Druck entsteht auch in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum und das ist in diesem Format ist, glaube ich, noch, ja, es ist gar nicht so krass möglich, dann noch kollaborativer zu arbeiten wahrscheinlich, aber idealerweise hätte man einfach noch mehr Zeit und noch mehr Runden und Feedback, ja. Ja, voll, aber ich würde auch total damit mitgehen, auch zu sagen, dass es total okay ist, wenn
Drehbuch schreibt und Schauspiel macht. Irgendwie, ich glaube, klar, ich bin auch total Fan von kollaborativen Arbeiten, so, das will ich jetzt gar nicht so, irgendwie so bestreiten oder so, aber ich glaube, manchmal ich will so eine vertrauenswürdige, vertrauenswürdigen Writers Room, der kann auch, glaube ich, so viel bewirken. Und ja, auf jeden Fall. Ich hätte es schön gefunden, tatsächlich, noch mehr, also noch enger mit euch zu arbeiten, sage ich mal so. Man muss auch dazu sagen, so, die haben uns manchmal so persönlich auf Instagram oder so geschrieben und meinten so, sagt ihr das noch? Ja, ich habe immer so kleine Umfragen gemacht in dem Cast. Darf ich das sagen? Da hat sich Naomi im Writers Room gestritten mit einigen und so. Da kam irgendwie so eine ominöse Nachricht auf Instagram irgendwann mal, benutzt ihr noch GIFs? Ah ja, oh genau. Ja, so diese kleinen bewegten Bildchen. So, was meinst du? Ja. So, also ich weiß ja nicht. Ich will's nicht. Ja. Benutzt ihr keine GIFs? Es gibt so Sticker auf WhatsApp. Ja. Ich mache so eigene von meinen Freundinnen. Ja. So. Oh wow. Das habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, es ist auch dann so voll individuell, I guess. Oder klicken unterschiedlich. Man kann so selber Sticker machen mit so einer App. Aber heißt das, wenn wir jetzt chatten würden und ich schicke euch ein GIF, findet ihr das voll alt oder so? 68 war das? Ja. Nein, ich hab die auf gar keinen Fall alle selber gemacht. Auf gar keinen Fall. Nee. Also, das, ich glaube, wir sind die Letzten, die da so sagen würden, nee, das ist irgendwie so ein voll das Millennial-Ding. Das würde man einfach hinnehmen. So, man, also. Manchmal muss man die alten Leute einfach machen lassen. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das so ein Gen-Z-Ding ist, aber ich mag es auch einfach gar nicht zu texten. Ich auch nicht. So, wenn jemand irgendwas will, dann soll die Person mich einfach anrufen oder ich rufe die Person an. Nee. So okay, ein, krasser okay, Take, wir müssen das Ende jetzt leider beenden, das ist 20 nach. Umfrage. Nein, ja, so Erin ist ein riesiger Fan vom Anrufen. Ich weiß noch, so mitten in der Nacht ruft sie mich an und ist so, steht mir die Frisur? Kann ich das so machen? Sind meine Locken okay? Zu lang geworden oder so? Ganz ominös, ja. Hey, cool, danke. Wir sprechen uns später am Telefon. Ja, ich muss jetzt leider abmoderieren. Die Leute stehen hier, die nächsten wollen, glaube ich, rein. Vielen Dank fürs Zugucken. Es gibt eine, okay, noch eine Frage. Noch eine Frage, dürfen wir noch eine Frage? Eine Frage geht noch. Hi, ich bin Triss und ich wollte fragen, was war eure Lieblingsszene zu spielen mit euren Charakteren in Druck? Und das ist irgendwie das Wichtigste, was ich jetzt wissen will. So eure Lieblingsszene und dann können wir Schluss machen. Dann muss ich euch mal wissen. So. Ich weiß nicht, ob das unprofessionell ist, aber erinnert ihr euch an die eine Szene, irgendwie Kyumis Hausparty war das? Da hatten wir gesagt, okay, es wird richtig spät und richtig anstrengend. Das heißt, richtig spät und richtig anstrengend. Und dann haben Erin und ich uns einen kurzen geteilt. Also um nicht den, nur wir beide. So. Stimmt. Ich will niemanden unter den Bus reden. Wir werden gerade jetzt keine Namen nennen. Oder aber so. Wie viele Leute mussten sich einen kurzen teilen? So, das ist aber auch wirklich das Einzige, was passiert ist. Wir sind ja alle verantwortungsvoll. Das war ganz witzig, ja. Ich habe zwei Lieblingsszenen. Einmal durfte ich so einen ganzen Nachmittag die ganze Zeit nur E-Roller fahren. Und dann waren wir in so einem Skatepark und ich habe so die ganze Zeit so Tricks gemacht und so. Und ich habe mich so richtig gefühlt. Ich fühlte mich wie so der Krasseste wirklich. Ich war so auf dem E-Roller. Das hatte so ein bisschen so Glitzer darauf. Es war so Hi-Hat, weißt du. Die andere Szene war, ich musste so Dosas machen. So in der Szene. Und ich habe so die ganze Zeit gekocht und gebackt. Und Chris war so im Hintergrund und hat so gesagt, so, Erin, hör auf, Penisse zu formen. Und dann durfte ich die danach essen. Wenn er kam. Die? Dosas. Naomi, was war deine Lieblingsszene? Du meinst zum Schreiben? Ja.
Also, ja, ich muss sagen, so bei Easy, so die Party-Szenen oder wo Easy so Scheiße gebaut hat mit den anderen. Also, ja, zum Beispiel, wo sie das Auto zerkratzt haben und so. Immer, wo so ein bisschen Action passiert ist. Oder auch Streitszenen. Das macht irgendwie Spaß zu schreiben. Ja. Gute letzte Frage. Danke dir. Ja, herzlichen Dank an euch drei. Herzlichen Dank ans Publikum. Und let's go have a party.